Hallo und willkommen zurück zu dem Allround Highscreen Computer, der jetzt quasi vor der Vollendung der kompletten Unterstützung der Tasten und LEDs steht. Wie bekomme ich das hin? Was habe ich hier gemacht? Was werde ich vorhaben und werde ich machen? Ich werde ein paar Kabel ersetzen. Aber im Endeffekt nicht groß ersetzen, denn an sich mache ich nichts anderes als die bestehende Struktur von dem Computer quasi nur so einzustellen, dass an sich gut alles unterstützt wird. Das heißt, ich muss hier erst noch mal die Kabel wieder auseinandernehmen. Wichtig natürlich auch vor allem die Stromanschlüsse der Festplatte, denn wenn ihr irgendwann mal Strom drauf gebt und es anmacht und allein dadurch irgendwo eine Erschütterung in der Festplatte landet, kann es sein, dass sie zerstört. Daher ganz wichtig, nehmt immer den Strom von den Festplatten ab. Bei einem CD-ROM ist das nicht ganz so wichtig oder einem Diskettenlaufwerk, denn die interessiert das nicht. Aber eine Festplatte ist sehr sensibel. Nun gut, das heißt, erstmal wieder Kabel entfernen. Nachdem wir dann nun endlich Platz geschaffen haben, um hier dran zu kommen, heißt es natürlich, ich muss die Pinbelegung jetzt richtig zuordnen. Das heißt, erstmal wieder die Hauptkabel, die hier noch drin sind, alle wieder rausnehmen und dementsprechend neu verkabeln. Eine Windelinspektion später bin ich zurück an meinem Computer und befinde mich immer noch an den Kabeln. Ihr seht ihr noch nicht ganz, ich habe im Moment das Powerkabel als erstes entfernt. Das ist hier in dem Fall für den Powerknopf natürlich, der an sich im Moment ja nur alleine funktionierte, sprich auch nur mit einer LED, und zwar die Betriebs-LED. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt so offiziell verkabeln, wie es sich gehört, auch ohne Originaladapter. Das heißt, ich habe mir im Internet quasi Verlängerungskabel gekauft. Das heißt, einmal männlich, einmal weiblich. Ne, das sind weibliche. Warum, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Und das sind die männlichen Enden. Naja, da muss man ja an sich kein Profi für zu sein, um zu wissen, was männlich und weiblich ist. Auf jeden Fall, damit kann ich quasi die Originale hier einzeln ansteuern. Das wäre ja hier der 2-Pin, wie ihr seht. Und kann mir die dementsprechend abzweigen und dadurch einzeln ansteuern. Das heißt, ich habe aus der Farbenpalette auch dementsprechend, genau wie es sich gehört, die zwei Verlängerungen einmal in Schwarz und Weiß dementsprechend rausgenommen und werde das Ganze natürlich jetzt ganz einfach nur übertragen, indem ich quasi die Stücke verlängere. Auch gucken, was mir wichtig ist, dass auch die Kontakte gleich gegenüber sind und nicht verkehrt rum. Denn dann weiß man einerseits, dass immer die Kontakte hier gleich sind und nicht nachher verdreht. Denn das kann ja auch führen, wenn man da dran kommt, dass es einen Kurzschluss gibt. Das heißt, ich werde nichts anderes machen, ihr seht, als jetzt diese Kabel hier einzeln dran zu stecken. Dasselbe mit dem anderen eben nehmen und habe somit im Endeffekt genau das quasi gemacht, was ja an sich der Adapter macht, wenn man ihn original hätte, und kann mir jetzt die Zuordnung dank diesen Verlängerungskabeln so legen, wie sie offiziell hier sind. Das heißt, ich kann mir das Ganze, Moment, wo bin ich? Da plus minus gerecht genau auf diesen Panel einteilen, um wirklich die volle Funktion aus dem Mainboard rauszuholen und dafür zu sorgen, dass wirklich die ganzen Kontrollanzeigen, ja, geht gerade schlecht, die hier komplett richtig funktionieren. Das heißt, der Power-Knopf würde natürlich wieder der Power-Knopf sein. Ich kann den Reset-Knopf später wieder benutzen, um den Computer neu zu starten. Ich habe wieder eine Betriebs-LED und natürlich eine LED, genau verkehrt rum, Betriebs-LED hier, glaube ich, und da die für die Festplatte, um auch zu sehen, dass die Festplatte und das System arbeitet. So gehört sich das. Wie gesagt, die kosten auch nicht die Welt. Das sind, ich weiß jetzt nicht mehr, Moment, das waren 20, ich glaube 100 Stück. Ne? Auf jeden Fall gute Sache.
haben mich 8 Euro gekostet. Aber somit könnte ich auch andere Mainboards, sage ich mal, die diese Unterstützung nicht bieten oder diesen speziellen Adapter halt brauchen, dementsprechend verkabeln. Andersrum gibt es natürlich auch Kabel, die zum Beispiel nur männlich-männlich haben oder weiblich-weiblich. Für alle diejenigen, die zum Beispiel mit einem Raspberry oder einem anderen System in einem Kleincomputerbereich arbeiten. Oder natürlich auch für die, die überhaupt irgendwo mit Platinen arbeiten und Steckkabel brauchen, um da zu experimentieren. Nun gut, das heißt für mich, ich werde das Ganze jetzt mal hier in Ruhe verkabeln und wir sehen uns gleich wieder. Also, ups, eine Sekunde bitte. Okay. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, Dirk, was hast du da gemacht? Wo sind die ganzen Kabel? Wo sind die ganzen Kabel hin? Nein, ich habe sie nicht getrennt. Ich habe nur den alten Kabelbinder gelöst. Das heißt, wo liegt er? Er lag hier gerade noch. Ach, da. Genau hier. Den habe ich vorsichtig entfernt, um überhaupt mal erst wieder die Adern freizulegen und dafür zu sorgen, dass das Ganze natürlich ordentlich verkabelt werden kann und gleich auch ordentlich wieder ins Gehäuse kommt, ohne dass die Kabel einerseits hier, sage ich mal, so ein bisschen stören, damit nämlich auch das Festplattenkabel an für sich vernünftig liegt. Das heißt quasi eine grundsätzliche Neuanordnung von den ganzen Kabeln, um einfach noch ein bisschen, ja, Platz zu schaffen und das Ganze halt ordentlich vorliegen zu haben. Nun gut, ich mache dann mal weiter. Wie war das noch immer? Es muss ja nicht alles immer ganz perfekt sein. Worauf bezogen? Ihr seht natürlich hier gerade die Adern. Schwarz-weiß, gelb-weiß, grün-weiß, blau-weiß. Alles kein Problem. Aber ihr seht, blau fehlt bei mir in der Hinsicht. Das heißt, ich habe quasi, klar, den Power, der hängt da schon dran, schwarz-weiß. Das heißt, ich habe gelb-weiß, grün-weiß und statt blau-weiß habe ich dementsprechend rot-weiß genommen. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt farbenspezifisch arbeiten, aber es macht natürlich mehr Sinn. Und dass dann halt der Reset-Schalter, das war glaube ich blau, dann halt ein rotes Kabel hat. Wo ist er denn? Mein Gott, tschüss, da war er. Hier. Dass er dann halt ein rotes Kabel hat, ist dann einerseits aber auch halb so schlimm. Denn schließlich geht es ja um die Funktion und ich kaufe mir bestimmt nicht extra ein blaues Kabel, bloß um alles 100% zu haben, denn an für sich ist ja die Funktion danach gegeben. Aber für die Perfektionisten unter euch, klar, blau würde fehlen, um das wirklich identisch wiederzulegen, aber das habe ich nicht, dennoch hindert das mich nicht daran, das Ganze jetzt ordentlich zu verkabeln. Nebenbei für euch noch einen kleinen Tipp. Ich habe es einerseits mit Tesafilm noch ein wenig fixiert. Wie man sieht, das reicht mir vollkommen, damit ich zumindest, wenn ich, sage ich mal, das Mainboard austauschen möchte, das Ganze natürlich noch entfernen kann. Ihr könnt es natürlich auch mit Schrumpfschlauch machen. Dann müsst ihr euch aber meistens natürlich bewusst werden, dass das so gut wie für die Ewigkeit ist, denn Schrumpfschlauch nach dem Schrumpfen zu entfernen ist auch mit diesen Steckern nicht gerade einfach und es kann natürlich sein, dass euch dabei die Stecker kaputt gehen. Also wenn für die Ewigkeit, dann nehmt ruhig Schrumpfschlauch, ansonsten reicht hier vollkommen Tesaband, um das einfach nur zu fixieren, damit sie quasi nicht aus Versehen rausgezogen werden. Okay, jetzt genug geredet, auf zum Ergebnis. Jetzt aber endgültig. Also, das Kabelmanagement wurde an sich wiederhergestellt. Ihr seht, genau wie laut Angaben, da müsst ihr halt drauf achten, wegen Plus und Minus, ist an sich die komplette Konstellation wieder so vorhanden, wie sie gegeben sein sollte mit dem Original-Mainboard. Gehäuse natürlich, Mainboard und Gehäuse. In dem Fall passt das Mainboard hier nicht zu dem Gehäuse. Das habe ich jetzt alles so weit verkabelt, dass es richtig sein sollte. Plus auf Plus, Minus auf Minus und sämtliche Pinne sind wieder da, wo sie hingehören. Den Netzstecker habe ich schon reingesteckt. Ihr seht, der Strom ist vorhanden. Deswegen auch diese kleine stromraubende Kontroll-LED. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze einfach mal und lassen uns überraschen. So,
Bleib so liegen. Nein, nicht so. Bleib so liegen. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal Power. Okay, Kontrollleuchte leuchtet. Die HD-LED leuchtet im Moment noch nicht. Ist klar, keine Festplatte angeschlossen. Aber das System an sich startet wie es soll. Richtig, der Fehler des Keyboards, weil ich habe natürlich keine Tastatur im Moment angeschlossen. Ich habe im Moment nur Monitor und Strom. Und ansonsten auch nichts von den Geräten angeschlossen, die innen drin sind, sprich CD-ROM, Diskette, selbst Festplatte fehlt noch. Aber das sollte natürlich alles kein Problem sein. Genauso gut kann es natürlich auch hier sein, dass die LED einerseits defekt ist. Das liegt aber, sage ich mal, auch je nach Mainboard-Hersteller an verschiedenen ja, Faktoren, sage ich mal. Es gibt welche, die haben zumindest so ein Kontrollleuchte, dass man mal kurz sieht, dass die da ist. Das kann bei dem hier sein, dass es erst läuft, wenn wirklich die Festplatte angeschlossen ist, weil die Signale dann durchgehen. Geben werden. Da sehe ich aber, wenn ich das Ganze wieder zusammengeschraubt habe, also sprich angeschlossen habe, aber ansonsten sollte es alles tun, was es tun sollte. Das heißt, der Power-Knopf wirkt als Power-Knopf. Der Reset-Knopf, Moment. System fährt wieder hoch. Schon manchmal schön diese Geräusche. Ja. System ist gleich da. Das heißt, der Reset-Knopf resettet. Sollte resetten. Er resettet nicht. Okay. Das wundert mich gerade ein wenig. Entschuldigung. Ich kann so also den Reset-Knopf gerade genauso benutzen wie den Power-Knopf. Da frage ich mich, warum hatte das andere Mainboard, der andere Ursprungsgehäuse vielleicht noch eine Funktion, die ich einerseits nicht kenne. Wir können gerne nochmal drüber schauen, aber ansonsten sind an sich die ganzen Kabel soweit richtig angeschlossen. Das heißt, da habe ich an sich alles richtig gemacht. Ne? 8 minus 6 plus, also plus ist weiß. 7 plus 5 minus, richtig. Minus 4 plus 2, richtig. Minus 3, richtig. Plus 1. Also an sich stimmt hier alles und ich kann mir nur vorstellen, dass das wahrscheinlich vom Mainboard selber eine, vielleicht, keine Ahnung, Funktion erst gibt, die quasi nach dem Ganzen hier quasi kommt, wenn man das vielleicht richtig eingestellt hat. Kann sein, dass im BIOS irgendetwas anders eingestellt ist, damit das hier diese Funktion von dem Reset-Taster zum Beispiel beeinflusst. Das weiß ich aber nicht. Das muss ich mir näher anschauen. Aber ich würde sagen, an sich steht die Verkabelung wieder. Und jetzt mache ich das Ganze natürlich noch ein bisschen schick, weil ihr seht ja, wie die Kabel im Moment nur nach oben führen, aber einerseits nicht mehr stören. Das werde ich jetzt noch schön verkabeln. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen vollen Funktionstest mit Festplatte und schauen uns an, was das System hier sagt. So, einen Moment bitte. Nun gut. Das wäre soweit geschafft und zwar das Kabelmanagement der LEDs und Power-Taste wurde an sich ordentlich und gut verstaut untergebracht. Ihr seht, da ist das Kabelmanagement, das stört jetzt an sich auch nicht mehr in dem Bereich vom Diskettenlaufwerk, genauso wenig wie in dem Bereich von der Festplatte oder theoretisch von dem zweiten Laufwerk. Das ist komplett unabhängig und bewegt sich quasi wirklich in den Raum, wo es sich bewegen sollte und zwar da hinten. Das heißt, ich habe das Ganze, Moment, an sich eben mit einer Hand drehen, so weit verkabelt, dass man da an sich wunderbar mitarbeiten kann und nichts mehr in das Mainboard hineinfällt. Ihr seht, da sind die Kabel, die vom Mainboard kommen. Gut. Die ganzen Kabelstränge gehen jetzt sofort an den Schächten, wo die Laufwerke reinkommen, vorbei. Trifft sich dann hier. Ihr seht, ich habe das Ganze ordentlich mit Kabelbinder befestigt oder zusammengeschnürt, damit ein bisschen die Zugentlastung entnommen wird.
deswegen auch nicht direkt hier, sondern weit hinten. Dasselbe an dem Stück, das heißt, wenn man hier, sag ich mal, aus Versehen dran ziehen würde, würde aber erst der Kabelbinder quasi so ein bisschen die Last entnehmen und ihr würdet hier den Kontakt quasi nicht lösen können, weil der Kabelbinder das Ganze zieht oder zusammenhält und dadurch die Zuglast entnommen wird. Wie gesagt, das Ganze hätte man oder könnte man natürlich jetzt noch mit Kabel, nicht mit Kabelbindern, mit Schrumpfschlauch ordentlich machen. Man könnte auch einen großen natürlich drumziehen, um ein richtiges fettes, sage ich mal, Kabel zu simulieren. Man könnte ja auch natürlich das ganze Kabelmanagement einerseits so zumachen, aber das möchte ich nicht, denn ich möchte immer noch die Möglichkeit haben, das irgendwann mal wieder auseinanderzunehmen. Das heißt, das Kabelmanagement ist hier soweit ordentlich untergebracht. Ihr seht, mit der Originalschutzhülle, also mit dem Originalgehäuse, was ich leider nicht habe, wäre auch das hier wunderbar gelöst. Und wir können nun doch dazu übergehen, dass im Endeffekt die Laufwerke, die hier natürlich im Moment drin sind, und das Ganze wieder ordentlich ans Laufen kommt und wir einen vernünftigen quasi Kabelsatz haben, der sich nirgends im Weg ist und natürlich auch für die Temperatur alles so gut wie wenig, nee, so wenig wie möglich Wärme erzeugt. Denn ihr müsst bedenken, auch wenn da Strom durchläuft, man meint immer, da entsteht keine Hitze, vertut euch nicht, deswegen soll man Kabeltrommeln ja an sich auch immer abrollen, damit sich nämlich die Hitze, die sich da drin entwickelt, nicht staut und irgendwann zu einem Brand führt. Zu einem Schmorbrand. Nun gut, genug gequatscht, ich mach mal weiter hier. Es wäre geschafft. Alle Kabel wieder an ihrem Platz, alle Stecker stecken, wie sie sollen. Ihr seht, so sieht das Ganze im Endeffekt nun aus. Da könnte man natürlich auch noch einerseits zum Beispiel ein kürzeres Kabel nehmen, wenn ich hier noch einen rumfliegen habe. Wenn ich hier noch einen, mein Gott, wenn ich hier noch eins rumfliegen haben werde, werde ich mal schauen, dass ich das vielleicht auch noch ersetze. Dann hat man hier einerseits auch noch das Kabelgewirr natürlich entfernt oder verkürzt, kann man sagen. Das Diskettenlaufwerk wurde schon von Vorgänger an sich schön mit einem Kabelbinder zusammengeführt, deswegen habe ich das auch so gelassen. Ich könnte das Ganze natürlich auch entwirren und noch ein bisschen anders schnüren, aber mir gefällt es an sich. Das heißt, die Komponenten können jetzt wirklich in Ruhe arbeiten. Der Netzstecker befindet sich auch schön im Mainboard. Der Arbeitsspeicher kann an sich atmen und das ganze Gehäuse ist an sich soweit, sage ich mal, nicht staubfrei. Ja, staubfrei einerseits auch, aber so weit vorbereitet, dass man hier natürlich auch wieder ein Gehäuse drauf machen könnte. Andererseits könnte ich natürlich hier noch einen Gehäuselüfter einfügen. Ne? Den Anschluss dafür hat er da unten auch noch auf dem Mainboard. Dort. Also das wäre nicht das Problem. Aber an sich, da ich ja im Moment kein Gehäuse habe und wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen werde, da werde ich vielleicht was basteln, da habe ich noch was im Kopf, wird das Ganze vollkommen ausreichen. Da könnte ich vielleicht mal noch ein Tröpfchen Öl einfügen in die CPU-Einheit, also nicht in die CPU-Einheit, in den CPU-Lüfter. Das heißt, man müsste das hier abschrauben. Von hinten kann man es dann vorsichtig öffnen. Das funktioniert bei manchen mit Schrauben, bei manchen mit vorsichtig lösen. Da ist so eine Kappe drauf. Da muss dann ein Tropfen Öl rein, damit das Lager geschmiert wird. Und dann dreht auch der wieder ein wenig leiser. Oder Lüfter sind ja nie das Problem. Ich nehme einen der heutigen Technik, die drehen meistens ein bisschen leiser und man kann natürlich auch da dementsprechend eine andere Drehzahl nehmen, je nachdem, wie man das gerne hätte. Nun gut, das heißt, ich kann das ganze Gerät jetzt mal starten und nochmal als Sicherheitshinweis vorab, die Festplatte im Moment, ich habe einen Netzstecker aus, aber macht sie immer zum Schluss dran und ganz wichtig, wenn ihr den Computer erstmal in Betrieb nimmt, schaut, nicht so wie ich habe den gerade hier angelehnt, dass er vernünftig steht. Denn wenn die sich im Betrieb einmal quasi, ja, nicht ordnungsgemäß, sage ich mal, hier drin befindet, also das heißt, wenn ich jetzt hier während Betrieb so machen würde, könntet ihr die wahrscheinlich in 10 Minuten, wenn nicht sogar schneller, in den Müll werfen, weil der Kontakt von innen, dieser Magnetkontaktschalter da,
dieser Taster, der tok 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 macht, der die Platten innen drin abtastet, weil der dann quasi auf die Platte haut und sich dadurch meistens verstellt und dann dementsprechend kaputt geht. Deswegen sollte man alte Rechner an sich im Betrieb nicht bewegen, stehen lassen und pfleglich damit umgehen. Jetzt aber wirklich genug gequatscht. Ich positioniere mich mal hier, stelle alles parat und wir machen nun endlich mal einen Systemstart mit voller Montur. Die Tastatur liegt mir zu Füßen. Der Strom ist vorhanden, der Monitor ist aktiviert und der Tower wartet auf seine Aktivierung. Entschuldigung, das war gerade aus Versehen mein Stativ. Also, ich würde sagen, dann machen wir mal Folgendes und wir drücken einfach den Power-Knopf. So, Power funktioniert, LED leuchtet. Festplatte angeschlossen, LED 2 zeigt noch keine Reaktion. Monitor kommt. Pass 1 zu konfigurieren. Das machen wir doch erstmal. Das Kettenlaufwerk meldet sich auch. CD-ROM hatte vorhin die grüne Kontrollleuchte, dass es an ist. So. Dann schauen wir doch mal Prozessor. Ne. Was konnte man nicht mehr? Produktdaten. Ja, aber ich suche an sich. Device und IQ, Maus nicht installiert, 1,4, USB, Parallel, Video, Setup dürfte nichts drin sein. Wegen den LEDs, aktiv Video, Paletten, Snooping, weil ich möchte im Endeffekt wissen, ob da irgendwas deaktiviert ist. Das ist erkannt. Audio Setup brauche ich gar nicht erst reingehen. Startoptionen, Numlock, Keyboard, Speed, Fast, Diskette, Loss Operation, Disabled, Keyboard, Loss Operation. Modus deaktiviert, Power on Self, das Quick, Power on Logos enabled, Option Keys, Display enabled, Network Boot, Power on Start ist deaktiviert. Okay, dann habe ich noch, wo bin ich? Datum und Zeit brauche ich nicht, System, Sicherheit, Profil, Remote, Power, Passwort brauchen wir alles nicht. So, Change, ROM, PCI, Plug and Play Control dürfte an sich nichts bei sein. Nein, Prozessorkontrolle wollen wir auch nicht. ISA-Ressourcen braucht man sich auch nicht dran rumfummeln. Power-Management vielleicht noch. Nö, also an sich kann das alles so bleiben. Wir haben es gespeichert. Ich verlasse das Setup und lasse ihn erstmal in Ruhe weiter hochfahren. Kommt doch kein ganz kleines Rumgeflimmer. So. Manchmal sind die nämlich auch nur so ganz hauchdünn angehaucht, dass man kaum sieht, dass die arbeiten. So, Betriebssystem nicht vorhanden. Also an sich die Festplatte wird erkannt, aber die gelbe LED möchte keine Reaktion von sich geben. Warum denn nicht? Warum nicht? Das frage ich mich immer noch. So, ich würde sagen, ich schalte mal eben aus, nimm noch mal den Strom weg und dann ändere ich mal nur die Pole von der gelben LED, obwohl die an sich richtig angeschlossen sind, und schaue mal, ob sie überhaupt funktioniert. Und dann sehen wir weiter, weil normalerweise sollte sie es tun. Eine Sekunde bitte. Puh, kann das nervenaufreibend sein. Also, Viertelstunde später. Wie ihr seht, die grüne leuchtet immer noch. Persönlich, nur schon mal zur Info. Also, die gelbe funktioniert auch. Wenn ich die zum Beispiel an Power anschließe, dann leuchtet die gelbe genauso gut wie die grüne. Aber egal, wie hin und her ich das wechsle, ob ich jetzt die grüne an den gelben Anschluss mache oder die gelbe an den grünen, die Leuchte für den Betrieb der Festplatte möchte im Moment einfach nicht leuchten, obwohl sie funktioniert. Also entweder muss ich da wirklich, wie man hier auch sieht, ein Betriebssystem drauf haben, damit das Ganze zugeordnet werden kann. Das könnte ich mir einerseits vorstellen, denn an sich die Technik ist richtig angeschlossen, es funktioniert alles soweit. Ich wundere mich immer noch mit dem Taster, den habe ich vorhin auch nochmal umgelegt, genauso wie den Powerknopf, aber an sich alles richtig, alles funktioniert und es scheint, vielleicht ist es auch wirklich nur ein Knopf zum An- und Ausmachen, deswegen kein Taster, weil wenn ich jetzt drücke,
Obwohl, es ist kein richtiger, es ist ein Taster und kein Knopf wie da drüber, wie der hier. Ist auch ein Taster. Okay, es sind beides Taster. Also kein so ein typischer Knopf zum Reindrücken und wieder zum Rausdrücken, sondern beides Taster. Die tastet man und dann wird der Strom quasi durchgeleitet, damit das Gerät angeht. Nun gut, das heißt auf jeden Fall, das Ganze funktioniert an sich, wie es funktionieren soll. Der Powerknopf als Powerknopf, der Reset-Knopf als Reset-Knopf, der aber im Moment das Gerät auch nur ganz ausschaltet. Vielleicht muss da auch deswegen ein Betriebssystem drauf. Das kann ich mir einerseits vorstellen, einerseits auch nicht, weil das ist mir dann ganz neu. Aber vielleicht hat ja wieder IBM irgendetwas in dem Mainboard so verankert, dass das Ganze vielleicht auch wirklich nur erst mit einem Betriebssystem funktioniert. Und das würde ich sagen, gehen wir mal als nächstes an. Das heißt, als nächstes folgt Windows, tja, ich will hoffen, 95. Ich überlege immer noch, ob ich DOS vorab drauf mache. Das weiß ich immer noch nicht. Also eine von den beiden Varianten werde ich auf jeden Fall machen. Entweder direkt versuchen, Windows 95 über eine Start-CD zu installieren oder, wie man es kennt, typisch DOS. Dann würde ich sagen, sehen wir uns aber direkt in der DOS-Oberfläche wieder, weil wie man DOS installiert, habt ihr ja schon in anderen Videos von mir gesehen. Also die zwei Möglichkeiten haben wir. Ansonsten will ich hoffen, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, das Gerät läuft, es ist wieder sauber, die Verkabelung stimmt und es arbeitet an sich altersgemäß auch von der Lautstärke. Da könnte ich, wie gesagt, noch ein Tröpfchen Öl dran machen, aber an sich ist es einerseits auch schön, den Computer mal wieder zu hören, denn heutzutage gibt es das ja immer weniger. Nun gut, das heißt in meinem Fall, das Video wird hier beendet und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Windows 95 auf dem Retro One. Also, danke fürs Zugucken. Ich will hoffen, es hat euch dennoch Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin bin und bleibe ich natürlich euer Dirk. Tschüss. Und Tastatur sauber machen wäre auch mal angebracht. Na dann, tschüss.